So, letzter Tag für heute. Heute ist Montag und ja. Schauen wir mal, ob wir das heute hinkriegen. Also wie gesagt, hier auch heute wieder 4 Läufe, 12 Runden. Das ist schon ziemlich viel, das ist schon ziemlich lang und krass. Da war schon das Turnier mit den 8 Jungs, aber es ist halt die Masterclass. Ne? Wenn wir die abgeschlossen haben, sind wir durch mit Wegfest und da müssen wir mal gucken. Aber ich denke, da kommt kein neues Spiel rein, dass wir dann einfach quasi ein altes Projekt vorziehen. Oder wir machen es anders, wir machen Formel 1, Koop-Modus, klar, am Wochenende und dann eine Woche, dann haben, auch das wird Sinn. Gucken wir dann einfach mal. Los geht's, auf jeden Fall. Also, die ersten 4 Läufe haben wir schon mal gewonnen. Geht's heute mit den zweiten 4 Läufen weiter. Auch mit der Snoop, der Todes-Looping haben wir überstanden. Jetzt wollen sie es aber gerade. Faul Coyote, ja du Affe. 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 Das geht ja nur noch um die Fresse gerade. Und nein, ich wollte den Kollegen da nicht einfach raushauen, sondern ich wollte eigentlich da vorbei. Ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade ein bisschen raushauen wollen. Mein Freund. Schade, geklappt. Muss auch wieder ein bisschen rauskommen aus diesem Gewuse. Jetzt kommt man, umso mehr Autos sich jetzt irgendwann verabschieden, umso besser ist es. Sorry, White Crush, aber ich nehme mich gerne mit nach Hause. Also, mir das Rennen. So, Hälfte haben wir jetzt erstmal. Wir haben noch 36 Leben. Also, ich glaube, es wird schwierig, das Rennen zu überleben. Ja, es wird schwierig. Ich werde es. Wir haben den Typen an der Backe kleben und wir kriegen gerade Vorfeld komplett auf die Fresse, weil sobald ich irgendwie da mal in das Getümmel reingehe, kommen sie alle dann drauf. Bam, 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 bam. Von rechts, von links, von geradeaus. Krasse. Ja, die wollen uns einfach aus dem Rennen. Also Waldquatscher wird heute wahrscheinlich nicht. Der Team ist jetzt auch gerade ein bisschen weg, also ich glaube, wir werden es heute verlieren. Das war's, wir sind raus. Aber wir haben den World Cup schon mal mitgenommen. Nicht beendet.
als Achter am Ende noch. Naja, gut, das ist nicht tragisch. Dann geht's jetzt weiter. Aber ich glaube, wir sehen uns jetzt hier. Also so habe ich auch noch nicht. Ja, irgendwie läuft diese Aufnahmesession nicht alles glatt. In der ersten Folge am Dienstag, quasi die ich für Dienstag aufgenommen habe, die haben wir die Damen mit Turnierneustart müssen, wenn wir rausgeflogen sind im Halbfinale, dann gut, okay, danach war es okay, der Mittwoch war okay, der Donnerstag war in Ordnung und heute geht das los, direkt in das zweite Teil mit einem Ausscheiden in einem weiteren Turnier. Also, in dem wir demoliert wurden. Naja. Gut. Ist halt dann so. Aber ich habe meinen Rival mitgenommen. Mit einem KP, mit einem Dings, was ich mir überleben. Los geht's. Der vorletzte Lauf, und zwar Nummer 7. Ne, Quatsch, der drittletzte. Nummer 6. Also 12 Runden schon hart. Hallo. Zu heiß. Was haben wir denn überhaupt als Aufgabe? 50 Meter Vorsprung, okay. 3 Runden. Wenn du dann doch Gegenverkehr kriegst. So, die erste haben wir schon in Führung. Ja, das ist gerade mal zwei erste Runde. Boah, allein die Feuer, das Rennen dauert wieder 12 Minuten. Zwei Läufe. Ja, viel zu tun gerade. Damit ist klar, dass da noch einer kommt, der mir noch einen Anschlag auf mich hat. Also ich glaube auch, das tut das Ding, also es wird echt gerade komplett auf die Fresse gestellt, das Turnier. Weil wir haben 4 Läufe super voll gewonnen. Und kriegst jetzt gerade nicht hin, dieses Turnier hier vernünftig zu gewinnen. Wir sind ausgeschieden im letzten Lauf. Jetzt schon wieder so ein Ding. Wir haben auch nur noch nicht mal die. Wir haben gerade noch 4 Runden. Gut, klar, umso weniger natürlich jetzt auch im Rennen sind, umso besser ist es. Ernsthaft?
Ja, heute hat das Spiel noch nicht was gegeben. Ich habe auch eine vorne Belohnung für das Turnier. Ah, das war mir doch fast klar. Dass der Min, dass wir noch einer vom Gegner, dass wir noch einer vom. Ja, komm. Noch einen Kontrahent reinziehe, der eigentlich nichts damit zu tun hat. Also nach der führende Dave Crash war sofort voll ins Auto. Das überleben wir nie. Das kann nicht sein, wenn man gar nicht nur auf die Fresse kriegt. Ich hab das nicht mehr. Dann ist die Karre so komplett weg. Das kann es nicht sein, ey. Du kriegst gerade echt nur noch auf diese. Nicht beendet, nicht beendet, nicht beendet. Du führst ein ganzes Rennen locker ohne Probleme an, kriegst dann nur noch, weil sie dir regelmäßig im Gegenverkehr in die Karre segeln. Vier Siegen in Folge, Platz 7 und Platz 6 hintereinander weg. Wir haben über 200 Punkte Vorsprung. Aber trotzdem. Jetzt kommt noch ein. Oh Gott, jetzt kommt noch das Rennen. Na dann. Dann gehen wir weiter. Kann ich noch ein bisschen was machen? Nö, kann ich nicht. Was geht's? Ich glaube, ich bin sowieso fast serienmäßig mit der Karre. Auch hier sind es wieder 12 Runden. Also zwei Rennen hintereinander jetzt mal nicht be. Nun nicht beendet, also ist heute ist sich der Wurm drin, das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Jetzt haben wir hier drei Gegner austreten. Für mich ist echt ekelhaft lang. Können wir jetzt mal endlich an diesem heutigen Tag mal ein Rennen beenden? Ich meine, ist es nicht tragisch.
Glück gehabt. Oh oh. Da sind wir glatt über den Zaun rüber. Was ist das für ein Turnier? Bisher haben wir an diesem heutigen Tag noch kein Rennen bis zum Ende abgeschlossen. Ist, ne? Nee, war ein Dampf. Volle Leben, du verlierst da 23. Jetzt geht das, der ganze Scheiß wieder los. Jetzt sind sie wieder komplett alle gegen uns. Mein Gott, Alter, was geht denn da jetzt gerade ab? Ich kriege die Kurve nicht ganz wiederholt in dem Ding drin, ne? Dr. Mutter, du überlebst heute kein einziges Rennen. Steht. Und du schlägst dich tausendmal. Die Geschwindigkeit ist so hoch. Darf ich dich neu setzen? Nein. So, noch fünf Leute. Die haben sah so gut aus und haben jetzt komplett verloren fast alles. Da steht noch einer da. Ja, noch vier. Können wir diesen Lauf heute mal, diesen Negativlauf, also zwei Rennen halt. Heute Rennen. Das war mir so klar, dass du mir da noch so rüberziehen musst, dass du mir noch in die Karre segelst. Neun von zwölf. Noch zwei Runden, liebe Leute, können wir diesen Negativlauf leider nicht beenden. Warum du noch fährst, warum auch immer. Vorletzte. Genell. Warum auch immer du da dich doch draufsetzen musst.
Weil der Vorsprung von, sagen wir, 37 Sekunden. Ich kann es mir gerade nicht so erlauben, ein bisschen Piano zu machen. Weil die anderen ihre Probleme kriegen. Wir ohne Unterbrechung unsere Runde durchmachen. Wir haben über eine Runde Vorsprung. Gerade alles, ey, so rechts, links, rechts. Falls gerade ein bisschen langsamer. Und damit, mit dem letzten bisschen, retten wir uns erstmal durch Hemi-Breaker. 4 Runden überrundet. Nutty Freak, 2 Runden. Ja, gut, der Typ auch, aber. Ja, aber wir haben es zumindest geschafft. Wir fahren jetzt noch 2 Rennen. Ne, 3. Zweimal ausgeschieden, doch, ein Rennen noch. Und jetzt bitte nochmal eine coole Strecke zum Ende und nicht jetzt irgendwie so ein Mist da. So, letzter Lauf. Es ist das letzte Rennen und es gibt mal wieder Oval, also geht's relativ schnell. Okay. Also das Turnier haben wir auf alle Fälle schon mal gewonnen, das muss man schon mal sagen. Wir haben jetzt von den 7 aktuellen Night 5 gewonnen. Und jetzt gibt es einfach nur noch mal einen Abschluss Oval. Also sagen wir mal, es ist ein hartes Turnier. Gespannt, wie viele hier am Ende überleben werden. Ich mag es fast überhaupt nicht. Es ist nicht einzig viele sind, die am Ende ausschalten werden. Den wollte ich, das war so eine Einladung, den auch mitzunehmen, den auch die Hörner zu nehmen, die Kollegen da. Wir haben auch nur noch ein paar Runden, also sind noch 4 oder so 5. Da hat es gerade mal ein bisschen was weggeschippert.
schön hier rumsliden. 4 Runden noch. Und dann sind wir durch. Runde 9 von 12. Genommen. Da war ich zwar dran beteiligt, aber es war nicht beabsichtigt. Weil ich gerade auch nur noch 4 Sekunden verfahren auf den Rest des Feldes. Auch auf Mini-Hitler, 3-4 Sekunden, also der hängt ein bisschen dran an mir. Wie gesagt, viele werden sich während der ausschalten. Sekunden noch, das war relativ eng, aber 6 von 8 Läufen haben wir gewonnen auf diesem harten Turnier. 2 Ausscheider. Am Ende war es dann möglich, das Ding hier nach Hause zu rocken. Ja, das war's. Wettbergfest. Das war's mit Wreckfest. Ob wir das irgendwie. Was war dann. Was war. Was machen wir morgen? Machen wir, schau ich mal. Ja, wie gesagt, Bundesliga habe ich gar nicht erreicht, das ist mir auch niemand wurscht. Naja, wie dem auch sei, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns hier heute und dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss.